Buenas tardes. Hab ich jetzt aus dem Haar drin? Hello Friends, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, okay, ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, aber ich filme gerade mit meinem Handy. Das liegt daran, dass ich heute einen Style and Talk geplant habe. Also, ich habe mich heute mit euch fertig machen, aber komplett, weil mich haben nach dem letzten Video ein paar Leute gefragt, ob ich vielleicht mal wirklich so abdrehen kann, wie ich mich Step für Step schminke. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Farbe bekommen. Ich habe wirklich, also für meine Verhältnisse habe ich echt Farbe bekommen. Ja. Und ich filme halt extra mit meinem Handy, weil ich habe das Gefühl, dass da so die ganzen Farben nicht so verschluckt werden. Weil wenn ich habe gerade eben erst versucht, mit der Kamera hier zu filmen. Ich sehe mit der Kamera definitiv besser aus, aber die schluckt halt auch echt alles runter. Und ich habe so das Gefühl, die zeichnet auch so ein bisschen manche Hautstellen sehr, sehr weich. Also wie ihr seht, ich habe Pickel, Narben, also hier so Rückstände und so, oder hier an der Seite, was ja komplett normal ist, aber die Kamera schluckt das so komplett runter und dann finde ich, ist das ein falsches Setup für eine Make-up-Routine. Deswegen heute in dem Setup. Ich bin aktuell gerade für ein paar Tage zu Hause, morgen geht schon wieder um 8 Uhr nach Berlin zurück und Ich nehme jetzt gerade mit dem Handy auf, deswegen konnte ich mir die ganzen Fragen nicht so anschauen. Aber ich habe mir extra hier einen Zettel gemacht mit ein paar Fragen oder ein paar Themen, auf die ich so eingehen möchte, während ich mich fertig mache. Und ich hoffe, dass die Kamera das gut aufnimmt, ich nicht komplett weird aussehe und ich nachher was mit dem ganzen Videomaterial machen kann, weil sonst werde ich mich wahrscheinlich super aufregen. Ich habe jetzt schon meine Skincare drauf. Ich habe nur das Azelain-Serum von Typology drauf und die drehende Pflege von Typology und Sonnencreme. Auf jeden Fall starte ich mit meinem Concealer. Das ist der Fit Me Concealer von MAC in der Farbe 05. Ist sehr, sehr hell. Ist auch aktuell, glaube ich, echt ein bisschen hell für mich. Ich wollte das schon immer mal sagen. Ist zu hell für mich? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es okay. Es ist halt einfach so ein richtiger Brightening Concealer aktuell. Obwohl, hier ist eigentlich meine Hautfarbe. Oh. Dann mische ich in letzter Zeit immer einmal den Tarte Shape Tape Concealer, also der normale, in der Farbe Fair. Und von L'Oréal Paris der Unfailable 24 Hours Morning Concealer in 323 Fawn. Oder von? I don't know. Die zwei mische ich immer, weil der hier ist zu gelbstichig und der hier ist zu rosastichig. Und deswegen mische ich die immer und dann komme ich eigentlich immer ganz, ganz gut raus, würde ich zwar behaupten. Ich mache dann auch immer so ein bisschen was unter die Augen, aber so ganz wenig, weil der ist echt stark deckend. Also die beiden sind sehr stark deckend. Und dann vertupfe ich das auch so ein bisschen. Achso, ja, und ich habe immer noch die Augenpflege von Kiehl's drauf, diese Avocado-Augenpflege. Oh, ich liebe die über alles. Oh, die hält auch so gefühlt jahrelang, weil da echt nicht viel Produkt irgendwie weggeht. Das mache ich ganz sehr gerne, damit das nicht so in die Augenfältchen rutscht. Yes. Und sonst versuche ich halt im Sommer immer möglichst wenig Produkt zu verwenden und auch immer sehr gut zu verblenden, weil ich bin eine Person, ich schwitze im Gesicht. Schönes Thema. Nee, aber ich schwitze wirklich im Gesicht, auch gerade hier so bei der Oberlippe. I'm sorry, ich kann es nicht ändern. Und da ist halt so, ich habe auch gestern Abend wieder so komplett mein Gesicht rasiert. Das ist so random, aber deswegen ist halt, ich habe so das Gefühl, dass Make-up sitzt dann besser und das hält auch im Sommer besser, keine Ahnung. Vielleicht auch nur Einbildung. Dann habe ich, wie gesagt, hier so ein paar Blemishes. Also hier und da. Und das mache ich dann halt immer so spotmäßig halt so weg, seht ihr? Also ich mache das wirklich nicht großflächig, wie ihr seht. So ungefähr. Es geht besser, wenn ich halt besser mein Gesicht sehe, aber es ist jetzt wirklich, mein Spiegel ist gerade gefühlt so 1 Meter von oder 2 Meter von mir entfernt. Ich sehe halt nichts wirklich richtig gut. Ich würde sagen, wir können jetzt mal mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar war das erste, was halt viele gefragt haben, wie gehst du jetzt nach den Reisen und ja, wie sind deine Gedanken jetzt, so nachdem ich das Video auch aufgenommen habe. Ich habe ja auch so erzählt, dass ich ja
unbedingt raus wollte, um vielleicht auch mal ein bisschen mehr meine Gedanken zu sortieren, weil ja jetzt der ganze letzte Monat ja wirklich wunderschön war. Aber ich halt auch wirklich fast nicht alleine unterwegs war und ich halt dann auch, ehrlich gesagt, so die negativen Gedanken sehr gut ausblenden konnte, weil ich, wenn du halt die ganze Zeit unterwegs bist und dich die ganze Zeit ja mit anderen Dingen beschäftigst oder ich schmier mir gerade die ganze Zeit Concealer in die Haare, dann bleibt da natürlich nicht so viel Zeit mehr für negative Gedanken, was cool ist, aber die meiste Zeit stecken ja trotzdem diese Gedanken noch in dir drin und warten nur darauf, bis sie wieder so zum Vorschein treten können. Und das ist nicht darauf, also ich möchte nicht darauf warten, bis es wieder so passiert, sondern ich will eher so präventiv so dagegen arbeiten und dagegen wirken. Und deswegen habe ich gedacht, das war wirklich auch so eine kurzfristige Entscheidung. Ich glaube, ich habe 4 Tage vor Abflug habe ich das alles fertig gebucht und war so, ich glaube, ich muss erstmal raus. Was ist auch super, also es ist wirklich Ewigkeiten her, bis ich jetzt, als ich wieder alleine reisen war. Ich glaube, die letzte Reise war halt auch Paris und Barcelona im Januar vor meinem ersten Auszug. Und ich habe gemerkt, so ich brauche das einfach wieder, um ein bisschen so einen kleinen Kopf zu bekommen. Ja, und mir einfach bewusst zu werden, so okay, was ist eigentlich so die letzten Monate alles so passiert? Und das ist halt echt eine Menge bei mir passiert. Es hat sich vieles geändert. Ich habe mich super viel geändert, habe ich das Gefühl. Also ich muss sagen, es war zwischenzeitlich nicht so leicht, weil, also es sind auch ein paar Sachen vorgefallen und dann war ich so, es ist halt doof, wenn man da nicht vor Ort ist und die Sachen direkt klären kann und so. Aber insgesamt war das die richtige Entscheidung und ich war auch dann froh. Also einen Tag vor Abreise war ich so, oh nein, war das vielleicht die falsche Entscheidung, jetzt zu gehen, weil du hast sie alle so lieb und ich weiß nicht. Und dann war ich aber weg und dann bin ich in diesen Flieger eingestiegen und ich war nur so, das war die richtige Entscheidung. Und ich bin richtig froh, dass ich es gemacht habe. Und es kam auf jeden Fall dazu, dass sich ein paar negative Gedanken so hochgearbeitet haben. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ich bin ein wenig anders an die Sache rangegangen und nicht so direkt, oh mein Gott, ein negativer Gedanke und ich bin so direkt in die Spirale so runtergerutscht. Das hatte ich nämlich nicht das Gefühl und das hat mich schon so ein bisschen beruhigt gehabt. So. Ich weiß auch nicht, hatte auch ein bisschen Angst vor. Aber ich bin halt sowieso ein Mensch, leider. Ich bin super selbstkritisch, aber auch so sehr skeptisch. Auch bei neuen Menschen. Gar nicht im Freundeskreis, so, sondern eher so, wenn es zum Beispiel auch so Richtung Dating geht und so. Und da bin ich auch super skeptisch und kann mich da schwer fallen lassen. Und dann, weiß ich nicht, hinterfrage ich halt so 10 Milliarden Sachen und mal mir das aus und aber halt negativ beachtet. Also ich mal mir jetzt nicht die wunderschöne Zukunft aus, sondern eher so, was passiert, wenn das und das und das passiert und hast nicht gesehen. Und ich bin so das Gegenteil vom Delulu Girl. Ich wünschte, ich wäre manchmal so und könnte so in meiner 7. Wolke schweben, aber das ist gar nicht mein Ding. Und da haben wir wirklich auch viele gefragt, so, ja, Dating-Leben, Dating. Es ist, also prinzipiell Daten ist für mich keine leichte Sache. Es ist nicht so ein leichtes Thema bei mir. Es ist nicht so leicht behaftet, so dass ich sage, ich date und ich habe jetzt mit dem was und ich habe jetzt mit dem was. Und es ist so, ich versuche das kurz einmal fertig zu machen, weil sonst kann ich mich nicht darauf konzentrieren, was ich sage. Und ich habe das Gefühl, ich habe nur Scheiße. Boah, ich hasse also wirklich so abdecken, so Zeugs abdecken in meinem Gesicht. Das ist wirklich mein least favorite Step in meiner ganzen Routine. Weil das so nervig ist. Und hier mache ich immer so, also das Einzige, was ich großflächig mache, ist so unten der Spot hier bei mir, weil der ist halt bei mir immer sehr gerötet. Weil ich halt viele Pickel hatte. Und da mache ich halt immer so einer so ein Dot, verblende das dann so. Ach so, by the way, ich benutze jetzt hier gerade das Airbrush Flawless Finish Puder von Charlotte Tilbury in Fair Pale. Fair Pale. Es sieht auch schon abgenutzt aus, ist es auch. As you can see.
Das benutze ich hier unter meinen Augen, unter allen Stellen eigentlich, wo ich so Concealer verwendet habe. Hier in so einer T-Zone so ein bisschen. Genau. Und jetzt zurück zum Dating-Thema. Also, ich habe schon viele Dates gehabt in Berlin, weil es kam auch echt viel zu so Fragen, wie ist das Dating-Leben in Berlin? Weil ich glaube, man hört vieles vom Dating-Leben in Berlin. Dating-Leben in Berlin ist super schwierig. Und das aus einem bestimmten Grund, ich weiß gar nicht, ob es das Dating-Leben in Berlin speziell ist oder das Dating-Leben in Großstädten. Ich glaube, Großstädte trifft es noch eher, weil, also das Ding ist halt, in Großstädten kommen ja einfach immer so alles zusammen. Alles kommt zusammen und alles ist super schnelllebig und ja, so ist es, glaube ich, in Großstädten einfach. Und ich glaube auch, dass oft junge Menschen in Großstädten das Gefühl haben, um die Ecke wartet was Besseres. Oder ich habe wirklich unendliche Möglichkeiten und Optionen. Das ist halt scheiße für die Personen, wo ich mich auch zuzähle, die gar keine, also ich will gar nicht so viele Optionen haben. Ich würde gerne einfach einen Menschen gerne treffen und wo ich sage, dich habe ich unendlich doll lieb und ich würde gerne Zeit und Liebe und Arbeit in unsere zwischenmenschliche Beziehung reinstecken. Das bin ich so als Typ Mensch. Was ist hier los? Ich weiß, dass das auf viele gleichaltrige Personen in meinem Leben, in meinem Umfeld nicht zutrifft. Und das ist okay, das ist komplett fein, aber ich sag euch ehrlich, so manchmal Dating in Berlin, also ich kann jetzt so von Berlin sprechen, ist enttäuschend. Weil, also ich hatte wirklich viele, viele Dates, also ich hatte wirklich viele, viele Dates. Wo ich mir auch dachte, so Fabian, hätte sie dir sparen können. Und auch wirklich so Dates, wo du denkst, wow. Ich unterhalte meine Freunde immer sehr gut, weil ich halt, wie gesagt, ich habe wirklich viele Stories und es reicht eigentlich auch. Ich habe eigentlich jetzt schon so viele Dating-Stories, so ich müsste nicht mehr daten. Ich hätte mein Leben lang Dating-Stories. Ist einfach so. Ich mache jetzt mal weiter. Ich benutze das von Fenty Beauty, den Matchstick in Amber. Das ist die 01. Ich liebe den, der ist jetzt auch fast wieder leer. Der kommt unglaublich kühl rüber, aber ich finde, er ist so schön. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich finde, der ist so unfassbar schön und ich glaube, gerade für so Menschen, die so die nicht wissen, ob sie so eher so gelbstichig oder rosastichig sind, ist der halt perfekt, weil er so wie so einen neutralen Unterton hat. Und dann mache ich damit immer, also ich mache immer hier so, halt so slightly, so die. So. Und dann vertupfe ich das so einmal so runter. So. Und hier auch. Und dann mache ich hier einmal hier unten so einen Halbkreis. Dann hier so seitlich so zwei Striche. Und dann mache ich hier oben auch nochmal so einen Strich. Das war's. Und dann vertupfe ich das so einmal in so einem. Dann vertupfe ich es wie so in einem Kreis. Schaut, oder? Ist auch irgendwie süß. Und dann nehme ich meistens immer noch denselben Stick und mache mir hier noch so zwei Dinger. Ich bin nicht gut, was Augen-Make-up angeht. Ich gebe mir da auch keine Mühe. Ich mache nur ein bisschen so, damit es so ein bisschen Dimension bekommt. mache ich da so ein bisschen was Braunes dran und vertupft das einfach so ein bisschen. So sieht es dann aus. Und wo war ich stehen geblieben? Also ich hatte wirklich Dates, die waren nicht cool. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte schon ein Date, wo ich war und übelstes Mansplaining abbekommen habe. Also wirklich auf die übelste Schiene. Der kannte mich halt schon über Instagram. So. Hier ist es ein Red Flag und ich will es nur nicht wahrhaben, aber es ist eine Red Flag. Für mich halt. Und er kannte mich halt schon über Instagram und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Und dann meinte er so, ihr müsst euch vorstellen, wir saßen 15 Minuten im Café, ne? Also wir haben uns auf einen Kaffee getroffen und Frühstück so.
Und dann sitze ich da so vor ihm und wir haben ein ganz normales Gespräch. Ihr müsst euch das vorstellen, okay? So, also wir sitzen gegenüber. Und wir haben ein ganz normales Gespräch, so, ja, wie ging's dir so die letzten Jahre, bla bla bla, Update, hier, hast du nicht gesehen. Und dann plötzlich, so, seine Miene wird so ernst. Wie geht's dir denn jetzt wirklich? Also, wie geht's dir wirklich? Und ich so, what the fuck? Und er so, ja, ich habe in deiner Instagram-Story gesehen, dass es nicht gut ging. Und ich wollte einfach mal fragen, wie es dir denn wirklich geht. Und ich nur so, excuse me. Und ich war nur so, ey du, ich will da gar nicht mit dir drüber reden. Das hört sich jetzt gerade, ich kann es gerade nicht so nachstellen, wie es halt war, aber es war halt so, von dem emotionalen Level so übergriffig, weil das war so, es war nicht übergriffig, wie man das Wort übergriffig definiert, sondern eher so in dieser emotionalen Ebene, sondern weil wir haben ja wirklich gar keinen Kontakt gehabt, nichts, nada, wir sind nicht vertraut oder so, wir sind nicht irgendwie vertraut, wir kennen es schon länger, aber wir sind nicht vertraut miteinander und waren wir auch nie. Und dann, wenn dich jemand so fragt, so, wie geht's dir denn wirklich, sag mal, wie es dir wirklich geht. Und dann kamen halt wirklich so Sachen, dann haben wir auch so momentane Gesundheit gesprochen und dann kam halt so durch, dass er nicht wirklich an Depressionen glaubt. Ich wusste nicht, dass das ein Thema ist, woran man glauben kann oder nicht glauben kann. Ist es für mich auch nicht, also das, er glaubt da nicht dran. Ja, da war ich dann auch raus. Da war ich wirklich komplett raus. Ich war auch so aggressiv. Ich war lange nicht mehr so aggressiv. Ich habe ihm auch so dermaßen meine Meinung gegeigt. Aber ich bin rausgegangen aus diesem Date und dachte mir nur so, wow, ich fühle mich so leer an. Kennt ihr das, wenn ihr eine Person trifft und die saugt so komplett eure Social Battery so aus euch raus, aber wirklich, da bleibt nichts mehr, die saugt alles leer. So habe ich mich gefühlt, aber ich habe mich auch irgendwie richtig gut gefühlt, weil ich so war, damn, vor einem Jahr hättest du dich noch nicht getraut, was heißt nicht getraut, aber vor einem Jahr hättest du nicht vor ihm gesessen und hättest du dem dermaßen die Meinung gegeigt. Und da war ich irgendwie stolz auf mich. Aber es war furchtbar, furchtbares Date. Und ich habe halt auch so, oh Gott, also auch so Dates gehabt, wo du sagst, so an sich ein netter Kerl, aber einfach, wo es nicht passt, ne? Wo es ja einfach nicht passt. Und da muss man auch einfach differenzieren. Super liebe Menschen, die aber einfach nicht mit euch harmonieren werden. Und das wird auch nichts. Und das kann man versuchen zu erzwingen, aber es wird nichts. Ich habe einen getroffen, super lieber Kerl, kann man nichts sagen. Er war nicht nett. Und mit ihm saß ich auch im Café und ich habe gemerkt, da ist kein Vibe, gar nichts. Also wirklich nichts, nichts. Und wir waren nicht auf dem Humor-Level auf einer Ebene, nicht in Hobbys, nicht gar nichts, nichts. Und er hat dann nur einen Vogel abgeschossen, als er mich gefragt hat, so, was hast denn du eigentlich so für Musik? Und ich war so, also erstmal dachte ich mir so, okay, warum fragt man auf einem Date so diese Standardfragen? Er hat auch gefragt, was ich für Hobbys habe, so, wo ich, also, I don't know. So, maybe war er aufgeregt. Ich weiß ja nicht, wie. Also, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wie Leute an erste Dates rangehen. Aber das war so, ich würde niemals diese Standardfragen beim Date stellen. Sondern, keine Ahnung, irgendwie so. Also, nicht die Frage ist das Problem, sondern eher diese Standardfragestellung. Finde ich weird beim Date. Also, dass man so sagt, so, was ist wie so ein Fragebogen, den man abhakt. Das finde ich irgendwie nicht cool. Also, es ist so null. So ein smoothes Gespräch, oder? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch komisch. Und dann meinte ich so, ja, ich höre gern das und das und hier und da und bla bla. Und dann meinte ich halt so, ja, was hörst du denn gerne? Und er so, also richtig überlegt, er hat richtig überlegt. Er so, Musik höre ich, also ich höre manchmal Radio. Oh Leute, ich sag euch ehrlich, da ist schon was in mir gebrochen, weil, also, you do you, aber warum stellst du eine Musikfrage, wenn du selber Radio hörst? Also sorry, das war für mich auch irgendwie, da war ich auch irgendwie raus, ne? Und dann habe ich den Absprung aber nicht geschafft und da sage ich, meine Schuld. Also Leute, ich will nicht sagen, dass Dating, alles was in meinem Dating-Leben passiert, scheiße passiert, dass das nicht auch meine Schuld ist. Also erstmal habe ich prinzipiell habe ich so ein bisschen
Ich weiß auch nicht. Ich date oft die falschen Männer. Aber schon bewusst. Weil, also das Ding ist so, ich hatte ja wirklich Anfang des Jahres ein super schlechtes Mindset und ich hatte in den letzten Jahren ein super schlechtes Mindset. Und ich habe unterbewusst, und das ist mir jetzt erst die letzten Wochen und Monate klar geworden, ich habe unterbewusst mir die Männer rausgesucht, wo ich wusste, dass die gar nicht mit mir harmonieren und sozusagen auch gar keine Gefahr darstellen. Weil wenn du weißt, du datest jemanden, wo du schon genau im Vorhinein weißt, so, du musst dich nicht öffnen, du musst dich nicht verletzlich machen, du musst eigentlich gar nichts. Es ist einfach nur just for fun und du kommst da glimpflich super gut von weg und it's just fun, dann ist es auch einfach einfacher. Und das habe ich wirklich die letzten Jahre wirklich bewusst getan. Ich habe einfach schon die Männer rausgesucht, wo ich wusste, das passt sowieso nicht. Dort wird es auch kein zweites ergeben, ne? Was halt super toxisch ist eigentlich. Also es ist super toxisches Verhalten, ist mir auch bewusst. Ich habe es dann auch sein gelassen und mittlerweile tue ich es auch nicht mehr. Ich benutze jetzt hier von RMS Beauty den Living Luminizer. Das ist so ein süßer Highlighter, der so gar keine Schimmerpartikel, der hat gar keine Glitzerpartikel, sondern nur so leichten Glow. Ich liebe den über alles. Ich glaube, den Pot hier habe ich schon dreimal gekauft. Schaut mal, wie schön das aussieht. Und das klatsche ich mir auch auf meine Wangen. Ja, das ist kein gutes Verhalten. Das ist auch überhaupt nicht fair den Männern gegenüber. Aber manchmal macht man Dinge unterbewusst, die man nicht, also das konnte ich nicht steuern. Ich habe es auch nicht gesehen. So, ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass ich das wirklich tue. Aber ich habe es getan. Und wenn man sowas halt realisiert oder bemerkt, dann sollte man es halt versuchen, irgendwie zu lassen. jetzt benutze ich den Blush von Rare Beauty in Belief. Und da braucht man echt nicht so viel. Aber ich glaube, ich könnte sogar noch ein bisschen mehr benutzen. Ich liebe ja Blush. Ich overblushe immer. Naja, auf jeden Fall könnte ich... Ach, ich könnte gefühlt ein ganzes Video machen über meine Dating-Stories, weil ich so viele Dating-Stories habe, die auch teilweise so bodenlos sind. Ich habe mal mit einer Freundin denselben Typen gedatet. Ist auch passiert in Berlin. Wow. Es war auch toll. Wir haben uns da das erste Mal getroffen und dann hat sie über einen Typen erzählt und ich war so lustig, der hat sich genauso an wie meiner. Und dann habe ich so ein Foto gezeigt und es war derselbe Typ. grenzwertig. Grenzwertige Erfahrung. Naja, auf jeden Fall, das zu dem Thema, das, ja, ich weiß gar nicht, hab ich da noch was, habt ihr dazu noch was gefragt? Dann noch Thema Dating war auch, wie das ist als große Frau, halt mein Dating, also wie sehr die Körpergröße mein Datingleben beeinflusst. Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also mich beeinflusst das gar nicht so arg, also schaut mal. Es wäre vollkommen gelogen, wenn ich sagen würde, ich benutze jetzt den Magic Luminizer, der ist hier in der Palette auch von RMS Beauty, hier ein bisschen auf meinem Augenlid. Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass mich Größe überhaupt nicht interessiert und ich das überhaupt nicht attraktiv finde? Ja doch, das ist richtig Wort. Ich finde große Männer extrem attraktiv. Liegt daran, dass ich eine große Frau bin und ja, mag Klischee sein, aber ja, ich mag es auch, mich auch einfach mal kleiner zu fühlen. Nicht in dem Sinne, sondern einfach kleiner im Körpergrößen-Sinne, so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil das einfach manchmal schön ist. Aber es ist für mich kein Dating-Kriterium, es ist für mich generell kein Kriterium, es ist für mich auch nicht irgendwie eine Sache, die ich bei einem Mann ansprechen würde, beim Mann, den ich date. Ich habe auch gestern mit meiner Mama drüber geredet. Ich bin wirklich eine Person, und das meine ich wirklich zu 1000% ernst, klar, es muss irgendwie eine Grundanziehung da sein, weil sonst, wie will eine Beziehung funktionieren, wenn du dich gar nicht angezogen fühlst von demjenigen, also von deinem Gegenüber. Aber sonst bin ich wirklich eine Person, die so wenig aufs Aussehen gibt, egal ob bei Beziehungen, bei Freundschaften, bei ist mir Schnuppe. Ich habe wirklich, mich juckt es nicht, wie du aussiehst. Mir ist es wirklich egal. Es juckt mich nicht. Und
bei mir ist es wirklich so, ich werde wirklich krass attracted durch Persönlichkeit, durch wie gehst du mit anderen Menschen um, Wortwahl, wie ist deine Ausstrahlung, bist du ein positiver Mensch, wie ist dein Lachen, ist das herzlich, ist das wirklich so, die ganzen Sachen, die sind mir so eine Milliarde Mal wichtiger als wie attraktiv bist du so von der Skala von 1 bis 10. So, I don't care, wirklich juckt mich nicht. Und ich habe auch, das sieht man halt auch an den Typen, die ich so gedatet habe, so, da gibt es keinen roten Faden. Es juckt mich halt wirklich gar nicht. Ich habe so, by the way, ich benutze hier gerade einen Bronzer von Charlotte Tilbury, der Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer in Medium. Es gibt da draußen Männer, die sind extrem unsicher und die fühlen sich extrem in ihrem Ego verletzt, wenn die Frau größer ist. Und ich habe schon, bei mir ist schon vorgekommen, dass ich jemanden gedatet habe und ich habe einfach gemerkt, dass er sich, also er hat seine Größe falsch angegeben. Also er hat sich auch als 1,80 Meter ausgegeben und war dann, glaube ich, aber so 1,76 Meter oder so und hat dann gemerkt, oh, aber sie ist wirklich 1,80 Meter und sie ist größer als ich. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie teilweise das Ego einfach so angegriffen wurde, weil ich größer war. Also ich glaube, es ist oft eher so ein Ego-Ding bei Männern, dass sie dann am Ende nicht damit klarkommen, wenn die Frau größer ist. Und ja, klar, es gibt auch andersrum, es gibt auch wirklich Frauen, die sagen, wenn er kleiner als 1,80 Meter ist, dann will ich ihn nicht, oder er muss 1,90 Meter sein. Gibt's auch, aber come on. Ich weiß nicht, ob es das wirklich noch gibt, wenn du halt jemanden kennenlernst und dann matcht es persönlich so krank. Was bist du für ein Mensch, der dann sagt so, okay, du bist wirklich eine 10 von 10, scheiße, du bist eine 10 von 10 von deinem Charakter her, aber du bist einfach 2 cm zu klein. Geh. Also das finde ich richtig weird. Weiß ich nicht, ob es so Leute gibt. Dann zu dem Thema. Ich weiß ganz viele, ich weiß nicht, wie das dazu kam. Also schaut mal, Leute. Das Ding ist bei mir, weil es kamen super viele Fragen wegen Johnny, ob wir irgendwie daten, ob wir zusammen sind, ob das, ne, sowas. Ob wir mehr als Freunde sind. Ich habe das schon mal angesprochen in der Instagram-Story, aber bei mir ist es wirklich so, ich weiß nicht, ob ich niemals meinem Partner nochmal zeigen würde. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich würde es niemals tun, wenn etwas noch nicht sicher ist. Oder wenn ich, also wisst ihr, was ich meine? Ich würde niemals meinem Partner einfach random zeigen, nachdem wir so erst eine Woche zusammen sind. Oder gar nicht. Niemals würde ich es tun. Deswegen könnt ihr davon ausgehen, wenn ich jemanden zeige in meiner Instagram-Story, I'm not dating him. Ich date den nicht, das ist freundschaftlich, 100%. Ich werde niemals meine Dates in meiner Instagram-Story zeigen oder in einem Video. Oder das werdet ihr nicht sehen bei mir. Das wird nicht passieren. So, wenn ihr mich auf der Straße seht mit einem Typen, gut, das ist halt was anderes so. That's a different topic, aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Aber auf meinen Social-Media-Seiten werde ich nicht meine Dates zeigen oder jemanden, den ich gerade date. Oder also das muss schon, da muss ich mich extrem sicher fühlen, dass ich sage, ich zeige das nochmal, also ich veröffentliche das so. Und ich glaube, ich wäre auch niemals eine Person, die generell seine Beziehung sehr öffentlich auslebt. Das bin ich nicht, werde ich auch nicht nochmal, also werde ich nicht werden, ist nicht mein Ding. Also das nochmal dazu, Johnny ist einfach wirklich mein bester Freund und ich liebe ihn über alles. Nur habt ihr so viel gefragt, so okay, wie waren so deine ersten Male? Oder wie bereitet man sich auf die ersten Male vor? Oder all sowas. Also ich habe wirklich, ich war so erstmal Periode, erstmal Frauenarzt, alles erstmal so. Und wie man damit umgeht und was weiß ich alles. Ich hatte eine ganz gute, also meine Taktik ist da, und ich weiß, es funktioniert für jeden. Aber meine Taktik ist bei sowas immer,
keine Gedanken voll machen. Keine Gedanken, keine Vorstellungen, gar nichts. Also du gehst da einfach rein und lässt dich einfach überraschen. Ich bin da bisher in meinem Leben am besten mitgefahren. Ich war auch, bei Frauenarzt so. Erstes Mal auf dem Stuhl so. Ich weiß noch, ich habe mir damals so viel Sorgen drum gemacht und dann war ich irgendwann nochmal da. Und ich war einfach nur so, hey, ganz ehrlich, jede Frau geht dahin. Jede Frau ist da schon wegen was ich dahin gegangen. Also wie gesagt, so Frauenarzt, so ich, also die haben alles schon gesehen und die juckt es auch nicht, weil die sind da so, das ist ja der ihr Job. Also das ist ja einfach der ihr Job so. Und da, ich würde mir einfach keine Gedanken machen. Und auch beim ersten Mal so erster Kurs oder so. Ey, ich sag euch ehrlich, ich weiß noch damals mein erster Kurs, ich habe mir so den Kopf zerbrochen. Ich habe mir so den Kopf zerbrochen und war so, oh mein Gott, was passiert oder wie mache ich das? Oder kann ich küssen? Man stellt sich ja Fragen so, kann ich das überhaupt? Warte. So, kann ich überhaupt küssen? So, oder kann ich das falsch machen? Oder was mache ich, wenn ich was falsch mache? Oder was weiß ich? Man stellt sich so viele Fragen und am Ende, es passiert und es funktioniert einfach, weil das einfach die natürlichsten Dinge auf der Welt sind. Jeder kann das. Jeder kann das. Und selbst wenn er am Anfang vielleicht scheiße ist, wird das lernen. So, es ist nichts, weswegen man sich Sorgen machen muss. Selbst wenn der erste Kuss scheiße ist und das kann passieren, weil du machst was Neues, ja? Und man kann nicht immer perfekt sein in den neuen Dingen, die man gerade ausprobiert. Aber selbst dann so, wenn du jemanden gegenüber hast, der ein paar Gehirnzellen besitzt, dann wird dir das Gefühl geben, so, dass es nicht schlimm ist und dass das einfach mit der Zeit kommt und dass es auch genau so, wie es ist. Also es funktioniert von allein. Man muss sich so viel weniger Gedanken machen über so Dinge, wie man halt glaubt. Also ich glaube, man denkt sich immer so, oh mein Gott, aber was mache ich dann? Oder was ist richtig? Oder was stellt sich vielleicht der Partner vor? Oder was weiß ich alles. Am Ende ist es kommt, wie es kommt und dann passt es auch einfach. Und das war bisher immer so bei meinen ersten Malen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil das Ding ist halt, ich kann halt nur von mir ausgehen und ich kann das halt super gut abstellen mit diesen Gedanken. Ich kann mir dann einfach sagen, ich mache mir jetzt gar keine Gedanken mehr und schalte das ab und lasse es einfach auf mich zukommen. Aber ich weiß auch, dass das ganz viele nicht können und ich weiß halt nicht, wie man dann am besten damit umgeht. Aber das Beste ist halt, dass du wirklich dir keine Vorstellung machst. Also nicht wie du performen sollst, nicht wie der Gegenüber performen soll, sondern dass du einfach da mal so richtig so frei reingehst und dich überraschen lässt. Weil das Ding ist auch so, es gibt ja auch Personen, die nicht unbedingt eine Vorstellung haben, wie sie selber performen, sondern eher so eine Vorstellung, also es gibt auch super negativ assoziiert, dass du sagst, zum Beispiel mein erstes Mal soll perfekt sein und er soll das und das machen und es soll eine Stunde gehen oder wisst ihr, was ich meine? So, das ist sowieso auch nicht vorhersehbar. Du kannst das auch nicht planen und du kannst es auch nicht beeinflussen und du weißt nicht, wie zum Beispiel zwei Personen zusammen so matchen. You don't know. Und deswegen ist es halt so dumm, sich Vorstellungen zu machen, weil es ist einfach nicht vorhersehbar und es ist auch einfach auch nicht schlimm, wenn es nicht vorhersehbar ist, sondern man sollte sich einfach bei den ersten Malen, die ihr habt, egal in welchem Themenbereich in eurem Leben, ihr solltet euch, das ist das Wichtigste einfach, ihr solltet euch wirklich wohlfühlen. Sei es jetzt beim Frauenarzt. Ihr solltet euch beim Frauenarzt wohlfühlen. Sei es jetzt beim ersten Kuss, ihr solltet euch mit dem Partner wohlfühlen. Sei es euer erstes Mal, ihr solltet euch einfach wohlfühlen. Ihr müsst nicht eine tiefe Connection haben mit der Person. Ihr müsst nicht irgendwie, also was heißt, ihr müsst nicht, kommt drauf an, das kommt auf eure Präferenzen an. Aber ich finde am Ende, dieser Wohlfühlfaktor, der ist das Wichtigste. Ihr solltet euch wohlfühlen und es sollte für euch einfach sich richtig anfühlen. Und das ist scheißegal, ob das mit, jetzt mal auf die ersten Male, es ist egal, ob das mit 13 oder mit 14 oder dann auch mit 18, 19 oder mit 24, 25, mit 28, mit Ende 20, es ist scheißegal, wann es passiert. Ihr solltet euch wohlfühlen und es sollte sich richtig anfühlen und ihr solltet euch keinen Druck machen. Und that's it. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das sind meine Worte dazu. Und ich sag euch auch, es ist bei jedem anders. Es wird jedes Mal, du kannst auch
klar, du kannst dir davon ausgehen, so vielleicht wird es so ähnlich wie bei ihr oder vielleicht wird es so ähnlich wie bei ihm oder was weiß ich. Aber am Ende, es wird einfach anders. Es wird anders bei euch werden. Und es ist auch gut so, weil jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und es ist gut. Das ist gut. Erfahrungen sind sowieso immer super. Nimmt die mit. Nimmt die mit, wo ihr die kriegen könnt. Aber macht auch nicht Erfahrungen so zwangsmäßig. Also ihr müsst euch nicht zur Erfahrung zwingen. Sondern darauf hören, so, wie fühlt ihr euch? Habe ich da gerade Lust drauf? Fühle ich mich, wie gesagt, wohl? Und fühle ich mich bereit? Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du auch die Erfahrung gerade nicht. Weil dann sagt dein Körper dir gerade so, I'm not ready. Und ich will es auch gerade gar nicht. Und dann ist es auch nicht schlimm. Dann muss man sich auch nicht an anderen Leuten, dann muss man sich auch nicht irgendwie bei anderen Leuten sich irgendwie da inspirieren lassen oder sagen so, okay, aber die haben schon da, die waren schon da oder die waren hier und da. Nope. Absolut nicht. Das habe ich auch ganz viele Nachrichten kriege ich auch mit dem Thema alleine reisen. Das ist ja auch so ein Thema, so, das ist super toll. Ich liebe es, alleine zu reisen. Aber niemals würde ich davon ausgehen, dass es auch jeden taugt da draußen. Weil es tut's nicht. So, ich weiß noch nicht von meiner Schwester, so, die fand das gar nicht cool. Und das ist so typabhängig. Und klar, ich finde immer, man kann Dinge ausprobieren. Aber es muss auch, manchmal passen Dinge auch nicht zu dir. Manchmal sind Dinge vielleicht auch nicht so cool. Und manchmal gefallen sie dir vielleicht auch nach dem zweiten Mal nicht, nach dem dritten Mal nicht. Und vielleicht gefallen sie dir auch nie. Und dann ist es auch fein. Es ist auch okay, wenn du sagst, ich habe das jetzt ausprobiert und ich finde es scheiße. Und ich will das wahrscheinlich auch nicht nochmal machen. Dann ist es auch fein. Wisst ihr, ihr müsst da einfach auf euch hören, eure Erfahrungen machen, eure eigenen Erfahrungen machen. Und euch wirklich einen Pups darum kümmern, was andere davon sagen. Oder andere davon halten oder... Was der ihr Ding ist. So, jeder hat sein eigenes Leben, jeder macht seine eigenen Erfahrungen und jeder ist einfach anders. Ich habe das Gefühl, ich rede sehr wirr in diesem Video. Aber es ist auch, weil ich ein bisschen distracted bin mit meinem Make-up. Meine Augenbrauen werden heute auch nicht so, wie ich sie mir gerade vorstelle. Aber das werden sie letzte Zeit irgendwie nie. Ich habe so krasse Wirbel in meiner Augenbraue. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Wir bleiben jetzt noch in diesem Thema, so Dating und was weiß ich alles. Es hat jemand gefragt, was meine Love Language ist und so, welche Love Language so für mich am wichtigsten ist. Bei mir, wow, ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich. Warte mal. Oh, ihr könnt jetzt gerade mal kurz das Video pausieren und in die Kommentare schreiben, was sie denkt, was meine Love Language ist. Ich bin wirklich gespannt, weil eigentlich ist es obvious. Meine Love Language sind auf jeden Fall Words of Affirmation. Ich liebe das. Also Worte einfach. Ich weiß gar nicht, ob Words of Affirmation auch einfach so Kommunikation und Worte und sowas beinhaltet. Egal, bei mir ist auf jeden Fall Reden. Reden. Ich brauche das ganz klar, ich brauche auch ganz klar, also ich muss wissen, wie der gegenüber sich fühlt. Ich liebe es, schöne Dinge dem Menschen gegenüber zu sagen. Ich mag es sehr, mich über Worte zu verständigen, meine Emotionen über Worte auszudrücken. Was ich aber auch liebe, ist wirklich so Acts of Service. Ich verbunden mit Gifting. Ich weiß, Gifting ist so ein... Das ist so ein... Alle sagen so, oh mein Gott. Also ich habe das auch als letzter Stelle, aber auch weil das so scheiße definiert ist, finde ich, bei diesen Tests. Weil... Gifting ist für mich nicht, oh, ich, also es geht auch gar nicht um mich, so, ich will nicht Gifts receiven, also ich freue mich auch so, aber dann auch nur über so Geschenke, wo man sieht, da steckt was hinter oder die Person hat an mich gedacht oder wisst ihr sowas, so, ich freue mich dann über einen Salzstreuer, weil die Person an mich gedacht hat, so, weil sie das letzte Mal aufgefallen ist, das Kind hat kein Salz mehr, so, dann geht bei mir das Herz auf, aber mich juckt's, also mich würde es, ein Scheißschirm. Also mich würde es wirklich null jucken, wenn mir jetzt jemand eine Designertasche kauft. Da würde ich sagen, also ich würde sagen, cool, danke schön. Aber es wäre nicht so, oh, mein Herz geht auf. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch so bei mir. Ich liebe es, Geschenke zu machen. Ich finde das so toll. Ich mache dann schon so Monate, überlege ich mir dann so, oh, was könnte ich dann so zum Geburtstag so schenken? Und dann mache ich mir da so Gedanken drum und ich liebe das. Und dann, oh,
Und dann freue ich mich so auf den Moment, wenn die Person das Geschenk dann auspackt und so richtig glücklich ist und dann, oder auch so richtig überrascht ist und sich so denkt, so, oh, jetzt schon die ganze Zeit darum Sorgen gemacht oder schon die ganze Zeit so Gedanken gemacht und so. Da geht mir das Herz auf, ich liebe das. Und ich finde das nicht negativ, finde ich. Keine Ahnung. Aber ja, Words of Affirmation, ich liebe auch Physical Touch so. Ich glaube halt generell, jeder Mensch hat so jede Love Language in sich drin. Es ist halt nur unterschiedlich ausgeprägt. Und ich glaube schon, dass Worte so bei mir Nummer 1 sind. Dich gefolgt von Acts of Service, sondern Quality Time. Boah, Quality Time. Auch, boah. Okay. Ach, ich habe euch jetzt gerade gar nicht gesagt, was ich für meine Augenbrauen benutze. Ich habe einmal den Precisely My Brow Pencil von Benefit benutzt in der Farbe 4.5. Dann das Bürstchen von dem Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Und dann das Augenbrauengel von Kaya. Und das Augenbrauengel von Gatsby. Also ich mische das immer alles zusammen. Frag mich nicht. Frag bitte nicht, weil das alles ist irgendwie leer. Und ich versuche immer so, ja egal. Und das, also ja, Acts of Service ist halt, ich mag das halt super gern. Oder ich finde dieses Gefühl, wenn du weißt, die Person hat dich gerade, also hat so gerade an dich gedacht und sei es einfach nur, ich weiß nicht, bringt dir einen Riegel mit, weil sie weiß, dass du diesen Riegel liebst oder so. Ach, ich finde das toll. Ja, das dazu. Da kann ich stundenlang drüber reden, weil mich das Thema, ich mag das voll. Und ja, vorher sind so random Fragen. Aber jetzt haben wir noch, hast du irgendwelche Tattoos geplant? Tatsache, I do. Ich habe ja, falls du es nicht wirst, ich habe ein paar Tattoos. Hier so. Und da so. Wow. Und ich habe hier ja noch, ich habe hier noch ein bisschen Space, falls ihr das seht. Hier ist noch ein bisschen Space. Und da habe ich so ein geiles Tattoo geplant. Ich weiß noch nicht, welches Motiv. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich habe auf jeden Fall Tattoos geplant. Da werden noch welche kommen. Da könnt ihr euch aber mal sowas von sicher sein. Boah, ich wollte heute auch auf jeden Fall noch mal meine Wimpern färben. Weil ich war ja jetzt ja unterwegs und bei mir so die Haare, die hellen sich so krass bei mir auf, wenn ich in der Sonne bin. Und da halt auch wirklich meine Wimpern und Augenbrauen und alles. Ihr denkt euch jetzt so, alter Kind, das sieht alles sehr dunkel aus. Aber glaubt mir, eigentlich ist bei mir immer alles schwarz. Und hier die Spitzen, seht ihr das? Die sind so blond. Vielleicht... Die denke ich jetzt echt so, alter Kind, wirklich. Sei leise. Dann benutze ich die Glamour Doll in Volume, also die schwarze Version. Und die mag ich ganz gerne, weil die sich über den Tag nicht hier oben absetzt. Weil, das Ding ist, manchmal benutze ich wasserfeste Mascara und die setzt sich trotzdem hier über den Tag ab. Und ich denke mir so, hä, wofür bist du wasserfest, wenn du nicht mal das geschissen kriegst? Und die ist echt gut. Ich mache erst immer so eine Schicht. So, dann lasse ich das so ein bisschen antrocknen. Warte, ich glaube, wir können schon die zweite Schicht machen von der Mascara. Scheiße, ich brauche was. Easy nix. Easy gar nix. Ich gehe auch meistens so einmal so von unten. Seht ihr das? So. Und dann wieder hoch. Weil dann ist das so von beiden Seiten. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Ich liebe ja Lippen. Also Lippen sind mein favorite part. Ich mache da immer ein bisschen Lippenpflege drauf. Und jetzt habe ich einmal, das ist mein absoluter Lieblings-Lip-Liner. Mein Akku ist, ich sag's euch gleich, mein Akku leer. Ich hoffe, ihr seht mich noch gut. Also das ist mein Lieblings-Lip-Liner. Das ist der Charlotte Tilbury in Iconic Nude. Ob ich einmal entweder den hier, das ist der, den ich immer benutze, deswegen ist der auch schon gut aufgebraucht. Das ist das Lip Glow Oil in Rosewood. So eine schöne Farbe. Es ist so ein Altrosa, würde ich sagen. Und das ist jetzt hier der neue, den ich jetzt habe. Und zwar ist das Mahagoni, glaube ich. Ja, 020 Mahagoni. Und das wäre jetzt so ein bisschen dunkler. Also erstmal ein Lip Liner. Der ist so, oh, der ist so sexy. Das ist so ein Nude Tone, das steht jedem. Weil sonst, mir stehen echt wenige Nude Töne. Weil ich halt einfach so hell bin. Und ich finde, der sieht echt geil aus. Ich bin übrigens kein Fan von Übermalen. Ich mag meinen Lippenshade. Ich mag auch, dass sie so schmal sind. Ich mag meine Lippen. So sieht es dann aus. Und dann
packe ich halt das Lip Oil drauf. Ich mache jetzt mal die dunklere Farbe. Ich bin jetzt mal heute ein bisschen risky unterwegs. Weh, das sieht doof aus. Also ich mache das einfach dann so. Wie schön. Oh mein Gott, ich finde es so toll. Okay, ich lieb's. Welcher Nachbar dachte sich gerade, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt, glaube ich, noch schnell meine Haare machen und dann sehen wir uns in der Endszene mit den fertigen Haaren. Ich glaube, die Einstellung ist jetzt eine ganz, ganz andere. Es tut mir unfassbar leid. Ich habe gerade eben noch was gegessen und it's been a long time. Auf jeden Fall habe ich meine Haare gerade gemacht, hier so leicht gewellt mit meinem Glätteisen. So wie ich das schon ganz oft gezeigt habe. Auf jeden Fall war das mein kleiner Style-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hatte irgendwie einen Mehrwert. Falls ihr wollt, dass ich sowas vielleicht in Zukunft öfter mache oder dass ich öfter einfach diese Sit-Down-Redevideos mache, sagt mir sehr gerne Bescheid. Ich mache das unglaublich gerne. Ich rede hier, wie gesagt, sehr gerne und es wäre auf jeden Fall gar kein Problem. Und ja. Generell, falls ihr irgendwelche Wünsche habt für andere Videos, sagt mir die gerne. Ich drehe gerne alles Mögliche für euch ab. Und jetzt würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch ganz doll umarmt und bye bye.